Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Köln 50.667. Toni bekommt bei Köln 50.667 mit, dass Maurice bei Bo einen Schritt weiter geht und will mit der Brechstange dagegen halten, jedoch ohne Erfolg. Als er einen Schwächeanfall erleidet, holt Olli Hilfe, es ist ausgerechnet Bo, die sich um Toni kümmern soll. Toni wird bereits morgens von seinen Freunden mit seiner ungesunden Lebenseinstellung konfrontiert wird. Und obwohl er auch selbst von seinem Körper gesagt bekommt, dass etwas nicht stimmt, versucht er, all seine Sorgen auszublenden. Das fällt ihm zunehmend schwerer, da zu allem Überfluss auch noch Bo, die der Auslöser für seine schlechte Stimmung ist, ihr erstes Date mit Maurice verabredet. Um seinem Kontrahenten und auch Bo eins auszuwischen, versucht Toni das Treffen im Kühn so gut wie möglich mit einem eigenen Date zu torpedieren. Und obwohl es zunächst so scheint, als hätte er Erfolg damit, kommt es nach einem konfrontierenden Gespräch mit Maurice doch ganz anders. Bo und Maurice wollen den Rest des Tages allein miteinander verbringen. Um sich ein wenig abzulenken, will sich Toni anschließend mit seinem Date beschäftigen, doch genau in dem Moment hat er erneut einen leichten Schwächeanfall. Tonis Kumpel Olli bekommt alles mit und ruft sofort Bo zur Hilfe. Doch obwohl diese extra den sich anbahnenden ersten Kuss mit Maurice unterbricht und sich sofort auf den Weg macht, um Toni zu helfen, fällt dessen Reaktion harsch aus, er zeigt Bo die kalte Schulter, um ihr zu verdeutlichen, was sie für ein widerlicher Mensch ist. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Köln 50.667. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.